Hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich möchte heute mit euch mal über etwas sprechen, also eure Kommentare sind sehr erwünscht. Und zwar über ein Gebiet, das vollkommen ungenutzt ist und die Größe von Schloss Sturmschleier hat. Sprich, es ist das Volumen da, um einen kompletten Legacy Dungeon dort unterzubringen. Entweder handelt es sich dabei um Zeitmangel, From Softwares größten Designschnitze oder etwas vollkommen anderes. Ich rede natürlich von dem Gebiet hinter dem Pfarrhaus von Mydra. Das Pfarrhaus geht ungefähr bis, sagen wir, großzügig hier. Man kann sehen hier der Hinterwall. Das Pfarrhaus ist auch an sich, so gewaltig wie es außen ist, ist es gerade mal nur ein kleines Kästchen, was man tatsächlich erkunden kann. Der Rest ist alles zwar imposant, aber einfach nur non-existent, einfach nur eine Mauer. Das Gebiet, um dem es allerdings heute geht, ist das hier. Man kann dieses komplette Gebiet hier nicht erkunden, man kann dort nicht hin. Und es geht wirklich von hier, wie ihr seht, ich umfahre es mal. Sagen wir, wenn hier mal ein Hang ist, dann hier noch so. Die Größe im Vergleich dazu, easy Schloss Sturmschleier. Ganz leicht. Es hätte ein kompletter Legacy Dungeon einfach Platz darin. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, da gab es halt nicht mehr zu tun. Aber selbst der eigentliche Dungeon. Man könnte sagen, wenn man hier steht, seht ihr? Ungefähr von hier, bis zu dieser Mauer. Dieses vordere kleine Kästchen. Das ist der eigentliche Dungeon in die Tiefe. In die Tiefe des Gebäudes hinein. Alles, was jenseits von dieser Mauer ungefähr kommt, also ab dieser Kante hier, seht ihr? Moment, ich laufe kurz hin. Ab jener Kante ist eigentlich unbetretbar. Alles bis darin da, bis, wie Gott schieß mich tot, wie sehr viel tief dieses komplette Pfarrhaus noch in den Wald zu gehen scheint, ist alles leer und unbespielbar. Moment, ich muss kurz. Wir wollen ja nicht gestört werden. Seht ihr, wie tief und weit es runter geht? Und da ist ja noch mehr Pfarrhaus. Alles leer. Alles ungenutzt. Und da muss man sagen, das ist das Krasseste bisher, wo man in Elden Ring hatte, was From Software einfach ungenutzt hat lassen. Mir würde zumindest kein vergleichbares Gebiet einfallen, wo man jemals so viel Masse einfach gar nicht betreten konnte. Was einfach leer war. Weil gefühlt konnte man immer überall hin. Und wenn man jetzt sagt, ja gut, das hier ist vielleicht noch vielleicht Map-Fehler, das könnte durchaus sein. Wir kennen ja als Beispiel noch hier diese das Tutorial-Gebiet, wo man dachte, ja, da kann ich einfach rüberreiten und tatsächlich sollen das hier die Felsen sein, die aus dem Wasser emporragen und es ist manchmal etwas obskur. Genau wie man hier die Felswände missverständlich deuten könnte als Landmasse. Tatsächlich ist hier oben die Spielwelt und das sind einfach nur die Felswände, die ins Wasser herunterragen. Aber ein so gewaltiges Gebiet, was unbetretbar ist, und ich selbst konnte es noch nicht überprüfen, aber ich habe mich schon erkundigt im Internet und in Foren und Reddit und überhaupt und überall. Und findige Spieler haben es geschafft mit Hilfe von Kriegsaschen. Ich bin dazu zu unfähig. Ich wäre nicht in der Lage, so viel aneinander zu verketten, sage ich gleich mal schon vorweg. Mit Kriegsaschen, die so zu verketten, dass sie über Mydras Pfarrhaus hinauskamen, beziehungsweise Modder und technisch begabte Menschen auf dem PC haben ihren Charakter einfach emporfliegen lassen und haben dahinter geguckt, was denn da ist. Und ihr werdet es nicht glauben, es ist einfach nichts dahinter. Rein gar nichts. Was natürlich sehr enttäuschend ist. Also es sind ein paar lose Baumtexturen und Entschuldigung für das Geräusper. Und ja, was man halt hier so sieht, aber man findet nichts Tatsächliches dahinter. Was einfach wirklich
fürchterlich enttäuschend ist, finde ich. Denn das ist der kleinste Dungeon von allen. Man könnte wirklich hier diese Linie, seht ihr die hier? Und wenn überhaupt noch das hier als den Dungeon sehen. Alles andere, alles hier hinten und das hier alles. Unbetretbar, einfach nur eine Abgrenzung. Und das ganze Gebiet hier hinten, dieses komplette riesige Gebiet, was theoretisch sogar bis hierher gehen könnte, wenn das hier ein Durchgang ist, was ein überquerbarer, eine Passage natürlich wäre, alles ungenutzt. Und hatten wir schon mal solche Fälle? Wenn man es jetzt explizit sieht, eigentlich nein. Das Ungenutzteste, was mir spontan eingefallen wäre, was mittlerweile nutzbar ist, sind die Kolosseen. Diese sind zwar auch größtenteils nur optisch, weil du wirst ja hier drin, wenn du den Sockel berührst, in die Arena teleportiert und ja, aber das ist das Einzige. Es gibt nichts Vergleichbares, wo so viel Masse weder erkundbar noch ungenutzt ist. Und ja, erschreckend. Erschreckend. Ist das hier einfach ein Versäumnis von From Software gewesen? Hatten sie keine Zeit mehr, um das Pfarrhaus, was tatsächlich sehr, sehr klein ausfällt, was wohl als Legacy Dungeon sogar gilt. Aber jeder, der es schon mal gespielt hat, weiß, da bist du in 10 bis 20 Minuten durch und es gibt nicht wirklich viel da drin. So gewaltig, wie es scheint, du denkst, oh, da bin ich jetzt Stunden beschäftigt. Nein, du bist schneller da drin wieder raus, wie du glauben kannst. Das hier ist alles Augenwischerei und reine Fassade. Leider, leider. Und irgendwie auch unwürdig, denn das, was da drin lauert, das hätte schon etwas mehr verdient als so einen popligen kleinen Dungeon. Man könnte vergleichen, der Dungeon hat die Größe von einer Gruft aus dem Hauptspiel oder einem normalen kleinen Dungeon. Das könnte an der Größe ungefähr hinkommen. Und ist es wahrscheinlich, dass es so bleibt? Nicht zwingend. Nicht zwingend. Denn an der Elden Ring Map, als an der Hauptmap, wurde sehr, 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 sehr oft etwas verändert. Ihr könnt dazu zum Beispiel, wenn ihr möchtet, auf YouTube selbst schauen, und zwar von Illusory Wall, den kennen vielleicht manche von euch. Der hat etliche Videos dazu gemacht, wie sich Sachen auf der Map komplett verändert haben. Also auch die Anzeigen. Es wurden teilweise Straßen eingefügt, die es vorher nicht gab, um das Reisen einfach angenehmer zu machen. Ich habe jetzt gerade selbst kein Beispiel, aber in seinen Videos zeigt er wirklich mehrere Orte, da wo man sonst einen Kilometer außen rum hätte reiten müssen und auf einmal haben sie eine Straße dann mit eingebaut, inklusive Veränderung auf dieser Map dann. Und das prominenteste Beispiel, wo man wirklich erwähnen muss, wäre wohl das Dorf der lebenden Töpfe. Und zwar ist das ja hier unten, hier, Gefäßburg. Gefäßburg war ja von Anfang an, da war diese Unterbrechung hier nicht. Da führte tatsächlich auf dieser Map hier eine Straße hier einfach rüber. Dabei war das hier schon immer so, wie man hier sieht, mit dieser Unterbrechung des Wassers. Das haben sie im Nachhinein verändert. Plus in Gefäßburg war vorher nicht wirklich viel. Erst mit einem Patch wurde da der kleine Topf eingefügt und so wirkliche Questlines. Das, ja, plus 9 Talisman und so weiter. Ich muss aber ehrlich sein, ich glaube nicht, dass sich FromSoftware diese Mühe mehr großartig machen wird. Damals musste man sagen, da konnte man noch mit dem Hype mitgehen. Da wusste man, hey, irgendwann kommt ein DLC, wir können noch etwas Gratis mit reinwerfen. Das heißt nicht, dass ich mich nicht freuen würde, wenn sie es doch tun würden. Aber dass wir ein Gefäßburg 2.0 sehen, hier hinten, in einem Gebiet, das, nun, sind wir ehrlich, Gefäßburg ist winzig und das hier ist 5 bis 6 Mal Gefäßburg. Leicht. Und ist halt einfach sehr schade, weil es ist ein komplettes Gebiet, wo einfach rein gar nichts ist. Was unbetretbar ist und was
Ja, jeder Quadratmillimeter, den man im DLC halt hätte, wäre halt toll. Und dazu halt einfach dieses verschwindend geringe, das Pfarrhaus, was man so gut wie gar nicht erkunden kann. Es wirkt halt einfach dieses komplette Gebiet, der komplette Abgrundwald, wirkt irgendwie unfertig, wenn ich das so sagen darf. Es ist ein extrem leeres Gebiet. Die Mechaniken da, ja, ist halt viel Schleicherei. Wirklich was zu finden ist da nicht. Es wirkt an sich auch wie eine riesige Spielzeitstreckung auf mich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber man kann dort, ja, dieses alles, was hier dunkel ist, könnt ihr nicht mit Torrent bereiten. Ihr müsst da laufen. Und laufen ist natürlich sehr viel langsamer, als wenn ihr mit dem Pferd unterwegs seid. Und da muss man natürlich auch sagen, ist es so gewollt? Soll das so wenig sein? Hatten sie einfach keine Ideen mehr, was man da hätte tun können? Oder ging ihnen einfach die Zeit aus? Konnten sie es nicht fertigstellen? Denn das hier ist wirklich das uninteressanteste und wohl langweiligste Gebiet im Spiel. Das soll jetzt nicht heißen, also von Erkundungsaspekten her. So ist es, glaube ich, am sinnvollsten ausgedrückt. Es gibt hier dieses, ich sag mal, Versteckspiel mit den ein paar wahnsinnigen Gegnern, die unter bestimmten Umständen zu töten sind, aber explizit guten Loot in einem riesigen Gebiet, Fehlanzeige, nicht wirklich. Und dann als Höhepunkt einen Legacy-Dungeon, der die Größe von einer kleinen Gruft hat. Wenn überhaupt. Was halt hier in einem ganzen Fetzen der Map einfach noch nicht einmal nutzt. Wir haben ähnliche Gebiete, wie zum Beispiel die Fingerabdruckgebiete, in denen auch überhaupt nichts ist. Ich werde jetzt erstmal hier nur das hier zeigen. Diese ganzen Gebiete sind gigantisch groß. Hier gibt es nur ein paar normale einzelne Gegner. Ein Event in der Mitte. Hier oben haben wir nochmal dasselbe. Und das war's. Einfach tot, rein gar nichts. Und mit tot meine ich Gegner, so komische Schlangentypis und das war's dann. Gähnend, langweilig gähnende Leere. Kein Special Event, zumindest wurde wohl dann bisher noch nichts herausgefunden. Nichts weiter, nur diese Fingerpfeife in der Mitte, wo man einen Talisman bekommt und das war's. Und dafür hat man den Platz verschwendet, wo man leicht ein weiteres Schloss Sturmschleier mit großem Anbau noch hätte unterbringen können. Also diese Fingergebiete haben eine solch große Masse an verfressen im DLC. Es gibt hier ja nicht mal Gegenstände. Man kann ja nicht sagen, ja, es lohnt sich, es zu erkunden. Es liegt nichts in diesen gigantischen Gebieten. Sie sind eine riesige Platzverschwendung. Und umso so erschreckender ist halt einfach, ich weiß, ich muss wieder auf das Thema zurückkommen, zu sehen, dass hinter Mithras Pfarrhaus auch einfach ein riesiges Gebiet hier, wie ihr seht, einfach vollkommen ungenutzt bleibt. Man kann, wie gesagt, nur hoffen, dass sie vielleicht irgendwann mit einem Patch nochmal ein Event, irgendetwas hinzufügen, einen Hinterausgang aus dem Pfarrhaus hinaus. Vielleicht wurde auch einfach bisher noch nichts gefunden, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, weil spätestens die Modding-Community hätte doch irgendwelche Wände gefunden, die unsichtbar sind, die irgendwelche Mechaniken gefunden hätten. Das wäre schon längst entdeckt worden. Man hätte, wenn gleich auch, wie hier, diese Mausoleen, wo man die starken NPCs bekämpft. Ich sag halt starken NPCs, damit man sie etwas hervorheben kann. Hätte man hier nochmal so ein besonderes Mausoleum, keine Ahnung, das vergessene Mausoleum oder irgendwie so etwas reinsetzen können. Hauptsache irgendetwas, aber einfach so abcutten mit einem beschämenden Legacy Dungeon. Schwierig. Sehr schwierig. Wirklich schwierig. Darüber wollte ich mit euch nur unbedingt mal sprechen. Ich wollte es euch zeigen, weil vielleicht ist es von euch, dem einen oder anderen, auch schon mal aufgefallen, dass hier hinten wirklich etwas nicht so ganz stimmt, wie es soll.
Und ja, was glaubt ihr denn? Meint ihr, da kommt noch was? Meint ihr, sie lassen es ungenutzt? Oder es wird noch ein großes Event folgen? Wie steht ihr eigentlich zu dem Pfarrhaus von Mira? Findet ihr, es ist gerechtfertigt, dass hier ein imposanter Prachtbau hingesetzt wurde? Und letzten Endes erkundest du nur wirklich, was man hier sieht, von dieser Ecke hier über meinem Kopf bis zu dieser Ecke ungefähr doppelt so tief hinein. Das ist, ja, all die Türme hier oben, alles nur Optik. Wirst du nicht erkunden. Letzten Endes ist der Dungeon an sich ein großer viereckiger Kasten. Nichts weiter. Und nicht mal groß, sondern ein kleiner viereckiger Kasten trifft's wohl eher. Von außen, hui, und innen dann eine riesige, riesige Enttäuschung. Aber ich bin mal gespannt. Ich, ja, bin sehr gespannt auf eure Meinung. Wollte ich euch nur mal zeigen, sollte sich da was tun, werde ich euch natürlich liebend gerne auf den Laufenden halten. Und wenn euch noch was anderes dazu einfällt, ab in die Kommentare damit. Ah ja, und wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne derartiges noch öfters mal sehen würdet, dann denkt doch sehr, sehr gerne an ein Like. Würde ich mich sehr freuen. Ich weiß, dass ihr Bock habt auf mehr solche Dinge und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, ja? Also gut, all. Bleibt gesund, dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder und bis denn dann. Tschüss.